Das ist schon mies, ja. Auf jeden Fall, ja, das war jetzt eine Antwort an Anja. Wir sind in. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Wir sind in der Wiederholung von der letzten Folge, so wie das nun mal immer ist. Die wollte ich eigentlich übersprungen haben, aber nein. Okay, nochmal von vorne, ne? Okay, ich hab mich die das GPS dieses Schwarzwens gehackt und die Koordinaten für das Gogol-Hauptquartier eingegeben. Komm nur nicht von der Straße, vom Himmel ab. Dann sind wir bald da. Boah, fahre ich jetzt selber das Schwarzdingen? Ja, das wäre ja mal geil gewesen, ne? Aber das ist richtig, das ist schon wieder so ein richtiges Klischee, weißt du? Wir hacken ein Polizeifahrzeug und was befindet sich in der Ladeluke? Tonnenweise Donuts. So, ich hoffe, dass die Leute mal jetzt hier an meinen Wagen ranspringen, sodass ich den. Ich wollte gerade sagen, so dass ich den schön aufs Maul hauen kann. Konnte ich auch, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich direkt danach in den Abgrund falle. Aber hey, who cares? Wahrscheinlich der mit dem Besen. Na, der wird langsam auch ein bisschen alt, ne? Boah, ich sehe jetzt schon, das wird beim zweiten Spiel nichts für mich mit dem Glob sammeln. Da raste ich schon wieder aus. Ach ja, so ist das halt, ne? Man sucht sich das nicht aus. Verdammt, ach so, da ist ein Schuss gewesen. Aber nicht sehr schlau. Aber es hat gepasst. Da habt ihr gesehen in der Bullet Time. Da hat der Mike aber heftigste, nicht nur ansatzweise, sondern heftigste Mad Skills ausgepackt. Aber so was von. So, bevor ich mich hinterher aufrege und die, jetzt komme ich nicht drauf, die Globs nochmal sammeln muss, ich hatte doch direkt am Anfang. Ist ja eigentlich schon einer geflogen, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Na, ich hoffe, das ist jetzt nicht so tragisch, dass ich hier jetzt noch einmal so durchspule. Aber jetzt sieht eigentlich ganz gut aus. So. Hier machen wir uns nochmal rein. Ich weiß auch nicht, was ich so nehme. Ach so. Ach, da ist ja dieser Penner. Gibt's doch nicht. Und schon wieder verpasse ich das, den zu killen. Gibt es das? Ja, oder so. Na, oder auch nicht. Ja. Jetzt ziehen wir hier durch. Oh shit, da hinten kommt einer auf mich zu. Ah, da sind wir vorbei. Muss ich den auffangen, während der hier so vorbeigeflogen kommt? Versuchen wir das doch mal. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Und zack, da hat er. So, ich habe hier, glaube ich, ein Zeitlupending vergessen. Ein Marker. Kann das sein? Kann mir das irgendjemand beantworten? Hallo? Den habe ich. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Weil ich hier noch so nebenbei die Globs sammle. Den unten habe ich. Okay. Den habe ich auch. Dann fangen wir doch mal an. Ah, da fängt er direkt mit so Seitwärtsschieben an. Ich könnte kotzen.
Den fangen wir noch. Hopp. Oh, shit! Shit! Ah, ob wir den noch kriegen? Ob wir den noch kriegen? Natürlich. Wo wären wir denn, wenn nicht? Ach, da ist der letzte Replay Point. Bullet Time Point. Wie auch immer man das nennen möchte. Fuck! Ich hab ganz... Ah, das ist natürlich... Das ist natürlich ein schweres Level, ne? Wenn man die ganzen Raketen auch aufhalten muss. Das habe ich gar nicht so bedacht, dass wir ja auch irgendwie den Bus hier beschützen müssen. Den Babobus. Dann müssten wir unten und oben jemanden haben. Oben ist eigentlich geklärt. Den kriegt er auf jeden Fall noch mit. Den kann er dann noch schlucken. Oh, was mache ich denn hier? Hilfe! Zu Hilfe! Jetzt reicht's mir. Jetzt müssen mal die Schilde hochgefahren werden. Wie man sieht, bringt das am meisten. Nämlich gar nichts. Ein Scheiß gibt es. Ein Scheiß. Ach ja. Nochmal. Und nochmal, wir haben ja noch ein paar Replays. Ja, da kann ich ihm. Da. Jetzt geht er in die Luft und wir haben... Das finde ich auch immer ein bisschen doof, dass man in dem Screen nicht mehr zurückspulen kann. Ja, das ist natürlich scheiße. Naja, das war's. Nächste Folge. Blö.